Arte hinter dir. Ja. Willst du verstehen? Ja. Lauf mal kurz. Weiter, los, weiter. Hi. Letzte hier, Funkcheck. Komm, Frage, wo seid ihr denn? Ich bin im Industriekomplex. Ja, wir sind jetzt schon südlich vom Industriekomplex. Audio Huber, definitiv nicht der Lille. Ja, ich habe auch Sichtkontakt direkt im Süden unter dem Wald, hat einen Slingload. Aber der Little Bird jagt ihn schon, wie geil. Haha! Jawohl, Don! Gib ihm, Junge! Und runter ist er! Haha! Entfernung ungefähr 860 Meter. Okay. Für die Information, Information, der Fennec ist noch fahrtüchtig. Ich habe Leute aus dem Wrack aussteigen sehen. Fennec ist ebenfalls noch einsatzfähig. Ist nicht zerstört worden. Gesamter Trupp auf 200. Weißes kleines Haus mit rotem Dach. Wir sammeln uns dort. Horizon, kann ich mich links versetzen in der Kaserne mit Master Jay aufstellen? Vielleicht können wir mit dem Scharfschützengewehr schon ein paar Überlebende ausknipsen. Negativ, wir müssen unser Ziel finden. Okay, ist gut. Nicht so viel funken bitte, die fragen nicht so. Hier Action, hier 2, wir haben unsere Fahrzeuge bei 1 abgestellt in der Lagerhalle. Das ist halt so leise und mit. Axlos rein hier. Hi. Ja. So, lass mich mal kurz auf der Karte gucken. Da. Das war ungefähr südöstlich hinter der. GPS zeigt mir keine Koordinaten. Brauchst du Koordinaten, wo wir sind? Wir sind noch lange nicht da, Jungs. Nö. Ich hab bloß ungefähr einen Absturzpunkt angeklickt. Der Heli-Pilot wird sich freuen. Ja. Jungs. Ja? Habt ihr eine Karte? Ja. Seht ihr im Süden von Sharkia den Punkt, den ich gemacht habe? Ja. Das ist unser Zielcompound. Wir gehen alle Mann ins große Haus. Denkt dran, potenzieller Feind im Südosten. Okay, rein. Links klicken. Scharfschütze und AT-Schütze ins Obergeschoss. Mein Team im Untergeschoss. Unten ist clear. Los, rein, checken, komm. AT, wir standen oben. Ja, ich war der Letzte. Alles klar. Auf Fall. Ich geh da rechts. Ja, das Fenster. Okay, denkt dran, nicht zu dicht an die Fenster ran. Kämpft aus der Tiefe des Raums, wenn ihr kämpft. Actual hier 2, kommen. Haben Zielcompound erreicht. Großstöckiges Gebäude besetzt. Kommen. Bestätigt. Hinweis, der Huron hat einen Fennec fallen lassen, schlecht der geschlafen, schlecht gelegen, aktiv ist. Ja, das ist so. Des Weiteren sind vermutlich die Piloten abgesprungen. Beschuss aus Richtung Mine kann ich bestätigen, grüne Tracer, komm. Bleiben auf Standby, melden uns, sobald wir irgendwas sehen. Ende. Okay, Jungs. Ihr habt jetzt die Gelegenheit, euren ganzen Technikkram nochmal richtig einzustellen. Alle, die an einem Fenster irgendwie die Gelegenheit haben, sich umzusehen, machen das bitte. Wir bleiben hier versteckt, geht nicht zu dicht an die Fenster. Gute Arbeit bisher. Ja. Meine Fresse, war das geil. Ja, aber. Horizon? Ich hab dich sowieso mal etwas verpasst. Morgen nicht von Abend loben. Darf ich mit dem Fenster nach oben gehen? Ja, Retox. Check. Jeder hat ein Fernglas.
Aber bis zum Wald sind es ungefähr 800 Meter. Was hast du, JR? Ja, okay, dann macht das keinen Sinn. Alles gut, jetzt heißt es warten. Und ich hab meinen Tee nicht dabei. Wo sind wir denn jetzt? Zwei Ifrits östlich der Mine auf einem Hügel. Ja, wenn wir aus den Fenstern schauen. Das ist die Mine ungefähr östlich, ne? Hier, nee, südlich. Ah, okay. Stein. Ifrits. Okay, Jungs, unser Helikopter verkämpft jetzt auf gut Glück mit AT-Raketen zwei Ifrits. Sind die bewaffnet? Weiß ich nicht, wurde nicht gemeldet. Nur, dass es zwei Ifrits sind. Ich hab Feindkontakt. Licht auf dem Hügel auf 12, Jay. Ungefähr 150 Grad, direkt auf der Spitze am Stein. Siehst du ihn? Er guckt gerade gegen den Horizont. Zwei Personen, einer sitzt sogar direkt auf dem Stein. Siehst du sie? Nee. Ganz hinten am Stein. 149. Ja, positiv, Sicht. Ach da, okay, ja. Drei Mann. Drei, okay, drei Mann. 1200. Da ist ein Fennec oder sowas, die haben da gerade einen... Ja, der Marksman DLC, der hat hier diese ferngesteuerte Remote Designator, sehen ausgefahrt. Deswegen, jetzt wissen wir Bescheid. Pass auf, das hat höchstwahrscheinlich Thermal. Südlich Mine, markant Anhöhe 78. Mindestens außen vier 200, Mann Infanterie, das ist schon weit, vermutlich Führungskräfte dich, ne? Mit so einem... Wally-Aufklärungsdings. Wally? Ja, ich hätte jetzt E.T. gesagt. Wally trifft's gut, ja. Weit für dich, oder? Ja. Die verstecken sich schon. Komm! Okay, hättest du da eine Chance, ne, wa? Nee, aber der Little Bird kann doch mit den Miniguns da mal... Macht er auch. 2 bestätigt. Gott sei Dank, Skyliner. Feinkontakt auf Höhe. Wir sind wieder nur Statisten. Wir haben Littlebird sollen gucken, was er machen kann. Ende. Sehr gute Arbeit, Jungs. Wenn das so weitergeht, dann kriege ich hier noch einen harten. Oh, ja, ich bin hart. Das ist gut, wie die sich am Horizont abzeichnen. 1, 2, 3. Einer hat was auf dem Rücken. Ja, so. Rechts davon sind auch nochmal 2. Einer hat eine RPG. Jetzt los. Das ist CSAT, ja, bestätigt. Actual Standby, eine Sekunde. Das ist eine. Wer hat die Markierung gesetzt, MJ? Du hast das gemacht? Ja. Bisschen zu weit unten. Ich mach die mal einmal weiter oben, ne? Check. Aber Jungs, kein Tunnelblick auf den Berg, ja? Mindestens 4 Augen maximal. Der Rest soll trotzdem rumgucken. Sun hier 2, bestätigter Feinkontakt, markant Marker CZ HQ bei Steinformation auf Hügelkuppe, kommen. Macht sie fertig. Ja, Mann. Hast du einen Rangefinder oder einen? Ja, hab ich. Also ja, ich hab nur einen Fernglas. Badum. 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 Guck schon in den Himmel, gern Himmel. JR Fargo, ihr seid unten im Gang, ne? Ja, also, und da bin ich. JR ist oben. Verstanden. Haben wir hier Richtung. Ein Schlag auf den Hügel. Dass jeder Eingang von diesem Haus im Blick ist, ja? Der Helikopter schießt. Horizon, ist es möglich, im Hubschrauber zu. Okay, vergiss es. Feind zieht sich zurück. Möglicherweise haben wir die Drohne zerstört. Der Feind hat sich hinter Hügelkante zurückfallen lassen. Ah, negativ, da zeigt sich wieder eine. Sogar eine Führung. Ja, ist eine Führung. Mann, warum kannst du nicht so weit schießen? Wir müssen näher ran. Wir müssen auf den anderen Berg und dann knipsen wir sie weg, reihenweise.
Unser Helikopter hat aus ungefähr Richtung Militärbasis Pyrgos irgendwo Beschuss herbekommen. Hast du verstanden? Jawohl! Hast du einen Bipod an deiner Knarre? Nee. Adik. Naja, ist nicht schlimm. Ich leg auf. Oder ich mach so immer den Schneidersitz. Beste Sitz. HMG-Feuer südöstlich von, westlich von uns. Also eigentlich, man könnte es jetzt wagen, weil die anderen, die sind jetzt beide offen. Die AAF mit dem abgestürzten Heli sowieso. Wir haben noch Vollkreis den Speed, ne? Wir müssen jetzt eigentlich reagieren. Wird ja auf den nächsten Hügel vorpushen. Ja, hier ist halt nichts mehr, ne? Ja, hier ist halt echt nichts mehr. Ja, ne, wir sind jetzt... Ja, wir sind klar im Vorteil. Die sind noch offen, die Führer. Wir hatten einen guten Start und den müssen wir ausnutzen, weil wenn wir jetzt zu viel Zeit lassen, dann organisieren sie sich einfach wieder. Ja. Wir müssen... Credo für heute ist CZ gegen AF kämpfen lassen. Das heißt, wir müssen noch einen Moment warten. Ich warte noch auf Befehle. Hocken die da noch rum? Ja, ab und zu immer mal wieder. Glotzt da mal einer hoch. Ich gehe mal nach links. Also dieser Wally steht da immer noch, den sehe ich von hier. Vielleicht ist er ja, aber vielleicht ist er kaputt. Das kann ja sein. Weil die Raketen sind eigentlich genau da eingeschlagen, wo das Wally stand. Eigener Helikopter macht Angriffsabflug auf die Mine. Keine Sorge, Fargo, hier ist kein Gegner in der Nähe. Wir rücken vor, bestätigt. Alle Mann raus aus dem Gebäude, wir sammeln uns im Innenhof. Verstanden, aus dem Gebäude raus. Redet er? Okay Jungs, wir müssen jetzt Richtung Süden, dann in ein altes, ausgetrocknetes Flussbett und von dort aus folgen wir dem Flussbett bis zu einer Bauruine und verschanzen uns da wieder. Verstanden? Jo. Verstanden. Jo. Check. Alles klar, alle Mann mir nach. Versucht so wenig euch dem Hügel zu zeigen, wie es nur geht, ja. Also an die Sicherheitsabstände denken. Ein Mann ist Munitionsverschwendung, 5 Cent gefundenes Fressen. Hm, schon mal gehört. Doch die Sprüche, die du magst, Master, ne? Ja. Los hier schnell, 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 schnell. Hier wieder langsam. Okay Jungs, voraus, die Bauruine, das ist unser Ziel. Bleibt weiterhin gedeckt.
Okay. Tadomes Team, Sprung auf die andere Straßenseite, dann direkt weiter zur Bauruine. Der Rest hält hier Sicherung. Hey Jungs, ihr habt's gehört. Bereit. Bereit, wie du, wenn du's bist. Jo, noch kurz einen Moment. Reisen, kannst du das dann bitte auch auf der Karte markieren, wo wir sind? Ich habe ein bisschen Orientierung verloren. Ja, du müsstest auf der Karte einen Punkt markiert sehen. Achso, okay, das ist er. Tadomi, wir können. Okay, und los. Springe. Meldung, wenn ihr da seid und Sicherung habt. Rechts frei. Langsam, ich muss mich ausruhen. Rechts frei. Ich checke das kleine Scheunengebäude hier. Verbunden. Wo ist denn jetzt mit freiem Kontakt zu rechnen? Okay, ist frei, ihr könnt hinterher kommen. Sicher? Süden bis Osten bis Westen, also quasi alles, was unter uns ist. Okay, nachspringen, Jungs, los. Also die Mine ist 400 bis 500 südöstlich, richtig? Ja. Okay, Tadomes Team Obergeschoss, mein Team Untergeschoss. Okay, Achtung. Obergeschoss ist sehr offen, ja. So, von uns jetzt, da habe ich auch schon im Wald Kontakt. 430 untere Waldkante. Obere Hügelkante 780. Welche Richtung denn überhaupt? Auf 1, 3, 5 bei den Steinbewegungen kann ich genau sehen, wer das ist. Fahrzeugkontakt Richtung 260. Ich habe das Periskop von der Ferne gesehen. Ist hinter Schild verschwunden. Fahrt Richtung Nordwest. Ich sehe ihn. Er ist jetzt Nordwest, ja. Einweisen. Das war ich hab geschossen. Vorgabe, ja. Ich hab ihn verloren hinter dem Elefantenkrass 260. 340 0 010. Raxus, er ist oben auf dem Hügel. Fahrzeug auf 0, jetzt 005. Was jetzt 260? 0? Nein, das ist schon weitergefahren die ganze Zeit. Fahrzeug auf 328, oben auf dem Hügel. Gut, und wo ist das andere hin? Letzter Kontakt auf 10 Grad. Ja, eigenes Fahrzeug schießt mit Kaliber 50 auf 2. Infanterie ausgestiegen auf dem Hügel Richtung 320. Weit weg. Ich hab keine Ahnung, wie weit weg. Auf 320 befindet sich ein eigenes Fahrzeug, ja? Auf 320 befinden sich zwei eigene Brawler, die mit ihrem Kaliber 50 gerade auf die andere Hügelseite bekämpfen. Oh, Leute. Mann. Calm down your tits, guys. Okay, wieder zu den Infanteristen, die du gesehen hast. Okay, Raxus hoch aufs Obergeschoss. Da kannst du besser wirken. Aber ich habe hier tatsächlich ein Periskop von einem Periskop gesehen. Ja, ist ja ich habe es doch auch gesehen. Es ist okay, gut. Es ist auf 10 gut, Grad gut. Jetzt. Pack die scheiße Antenne weg, Axis. 10 Grad? Ja, es... Panic ist Richtung Südosten abgehauen, außerhalb der Sichtweite der Führung. Das heißt, wir können ihn auch nicht mehr treffen. Südosten? Ja. Okay. Fargo, komm ins Innere. Ach, gib mir einfach ein Ziel, falls ich soll. Ich guck weiter in den Wald. Ja, ich guck auch. Einfach ein Ziel, wenn ich soll. Wo hast denn du die Jungs gesehen vorher? Na hier, da sind sie immer noch an den Steinen, in der Tiefe des Waldes. 1, 3, 6, ja. Grob 420. Entfernung? 420. Verstanden. Actual hier 2, komm.
Fuck, ich hab ja Tracer! Ja, ja. Wir haben Feindkontakt aufgeklärt. Oh ja, oh, da bewegen sich welche auf uns zu, Cäsar. Von uns entfernt. Sollen wir bekämpfen können? Auch genau 1-3-9 ungefähr, bewegt sich von links nach von rechts nach links, ist jetzt erkannt, rechts neben dem großen Baum auf unsere 12. An dem Feldweg. Bestimmt. Am Elefantengras. Okay, Jungs. Lütze und MJ, ihr habt beide Tracer, ja? Leider, ja. Okay, das läuft wie folgt. Die Führung bringt Fahrzeuge in Position. Ihr markiert mit Tracern und dann kommt von hinten das Feuer von HMGs. Ja, Lütze, dann mach das nur du. Ich hab bloß 120 Schuss. Ja, sag mir wo. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab nach hinten geschaut. Oh, hier ist was. Beschuss hat rein! Unter von... Taxus hat's erwischt! Taxus hat's erwischt! Unten bleiben. Mach Platz auf der Treppe. Bleib unten. Melde mal. Traxus liegen bleiben, cool bleiben. Ja, ich bleib liegen, ich komm runter. Das ist Südwesten. Komm runter. Ja, komm ja schon. Das ist das HMG. Im Wald, ich seh nix. Direkt unten an der Waldkante, direkt an der Waldkante vom Hochwald. Lol, okay, ja. Da ist ein Baum dazwischen. 420. Ja, da ist kein Baum wirklich dazwischen, da kannst du, hier hast du richtig schönen Schusskanal. Bei mir ist da eine Kiefer dazwischen. Also stell dich dahin, komm auf meine Position. Warte, ich leg mich extra hin, dann kannst du mich drüber schießen. Wenn du ihn hast, darfst du schießen. Durch ein ZF ist da eine Kiefer dazwischen. Was? Durch Svenglas nicht, Mann. Audio, Schüsse. Jetzt ist er weg, oder? Ach, scheiße, Jungs, habt ihr sie noch im Visier? Nee, die sind irgendwie weg. Ah, okay. Ach, scheiße. Aua. Warum ich? Wenn ich aufgepasst hast. Ich dachte, das geht ja besser, wenn du was brauchst, sagst du mir. Nee, weil ich Albino schwarz bin. Ja, ja. Aber die Schmerzen sind schon weg. Der Domus kann mich in das Elefantengras ja, Albino Schwarzvisiere sind ausgeschaltet, was? Wie du weißt. Kann ich in das nächste Elefantengras 10 Meter komplett schwarz sagen? Nee, weil dann könnte dich das Fahrzeug sehen. Ja, ich würde dann auf Sichtdeckung tippen. Ich hab grün, ja. Ja, du hast grün. Feuere. Fick sie. Aus dem Vorschläger weisen? Die kommen gut, aber du triffst sie nicht. Oh, den einen hast du getroffen. Oh, der ist tot. Der ist tot. Der ist ganz okay, da drüber war noch einer. Ja, die haben sich zurück in den Wald gezogen. Nice, einer weniger. Geil. Das war voll der Kopfschuss, Alter. Master Jay, bring ich mal wieder auf den neuesten Stand. Wo kam jetzt das Gegenfeuer her? Okay, hier hinter der Baumreihe eigentlich sogar, ziemlich dahinter, da kam einfach das Gegenfeuer. Das HMG-Feuer kam hier rechts, deswegen müssen wir hier echt aufpassen. Wo war es ungefähr? Wie weit? Wenn du auf die Karte guckst, da wo HMG-Feuer ist, also ich glaube einfach da aus dem Komplex heraus. Ich weiß nicht, ob es ein mobiles, also ein Pfennig. Oh, hier hab ich. Ich hab hier ein Quad Feuer frei! 220 Grad, nee, das treffe ich nicht. Guck auf die Karte, du weißt, wo wir sind? Ja, bei deinem... Ja, bei Marker... JR, komm ran! Ja, bei deinem Kreis. Wir müssen hier gucken, wie wir am besten an den Wald rankommen. Wir haben zwei... JR, komm ran! Ja? Entweder... Genau, ja. Am besten durch den Graben, dann über die Compounds ran. Viel weiter vorhalten. ...beschossen werden von der Mine. Oder wir versuchen... Ja, okay, der ist weg. Richtung Süden. Beides scheiße. Ich wüsste auch nicht, was wir tun sollen. Offenes Feld. Wir könnten Unterstützungsfeuer kriegen. Das wäre 1000 Meter, lass gut sein. Jetzt aber auch am riskantesten, obwohl eigentlich ist alles... Ich würde jetzt gerne hier weg. Wenn wir das gut abtimen mit Hubschrauber... Angegriffen werden von CAS, dann würden wir es rüber schaffen in den Wald rein. Ja, müssen wir uns dann gerne kein CAS mehr. Okay, die sind da immer noch im Wald, ne? Ja, dann müssen wir... Heli ist unser, meinst du? Ja, klar.
Alter, was ist los mit dir? Unten, da sieht man nicht so viel. Das ist der Little Bird, der vorhin den Huren weggeballert hat. Jungs! Hört! Ja. Der Helikopter hat gerade erfolgreich den feindlichen SPZ bekämpft. Nice! Jawohl! Der hat doch nur mit der Minigun geschossen. Dann hat er halt gut geschossen. Der Helikopter holzt gleich alles, was er hat, in den Wald rein. Die laufen über offenes Feld drauf zu. Oh fuck, okay. Wir hatten, Horizon, hast du es mitbekommen, wir hatten südwestlich von uns ein Quad, zwei Mann. Ja, hab ich gehört. Habt ihr es bekämpft? Nee, 1000 Meter jetzt. Wir haben drauf geschossen, das ist wahrscheinlich auf 195, 600 Meter hinter dem Gebäude. Ja, verstanden. Dann ein Auge drauf halten. Halt ein bisschen hinten, wenn wir dann in den Wald gehen, Actual weil da gehen wir auf absoluten Nahkampf, ja. Ich möchte an alle anmerken, sobald wir die Waldkante erreichten, bitte breit aufgefächert aufstellen, dass wir in einer Linie durchgehen. Ich möchte nichts, möchte nicht, dass uns irgendwas entgeht. Los geht's! Go, go, go! Ah, die sind wohl links von. Okay, Tadome, Stellung ist eingenommen. Auf geht's! Los! Grad ist, glaube ich. Die sollen jetzt ihr Feuer verlagern. Soll ich ihr Feuer mehr nach links verlagern? Jeder an der harte Deckung, Tandomes Team nachziehen. Gießfeuer! Zurück, zurück, zurück zu den Steinen. Wir schießen zurück Richtung 150. Jawohl, Unterlaufgranaten, Köpfe runter. Sind wahrscheinlich bei dem Gebäude auf 1, 3, 5. Das ist was für ein Heli, das Gebäude. Ja. Horizon im Hubschrauber anfordern.
Horizon, wir flankieren den Feind links rum und fallen ihn dann in die Flanke. Bestätigt. Hinweis, Helikopter kommt jetzt nochmal vorbei und macht einen Angriff. Eins ist auch auf dem Weg hierher. Sag den anderen, die sollen ihr Feuer einstellen. Aber der kam gerade echt knapp. Aufpassen, die haben uns gesehen. Wahrscheinlich Feindkontakt 138 zwischen den Felsen. Achtung, Unterlaufgranate. Scheiße. Feind 142, 100 Meter. Mann, ich brauch Support da vorne! Der Heli schießt! Los, weiter vorwärts! Jungs, weiter, kommt jetzt! Schieß doch mal auf die scheiß Felsen! Keine Unterlaufgranaten mehr! An den Felsen, Vorsicht! Der Heli muss jetzt aufhören. Bin dran. Horizon, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Die anderen Squads und der Heli müssen jetzt einstellen, wir sind nah dran. Los, komm. Medi! Vage Position. Weißer Rauch. Nein! Doch nicht, Weißer, du markierst uns doch! Mann, der war vorher schon da! Tja, versuche ich im Nord zu kommen. Scheiße, jetzt. Scheiß Waffe. Okay, das andere Team ist jetzt. Kadome, wie sieht's bei euch aus? Ruhe! Wir sind dicht dran! Frage, Gründer raus. Ja, Position. Bitte, komm zurück. Bei den Felsen hier vorne, ich stehe. Das andere Fireteam. Frag. Handgranate, Handgranate! Ich sehe sie! 9-0 über